könnten wir. Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Ah. Ferne Fackel. Weh, ich kann jetzt hier und da keine Fackel aufstellen, denn. Nehme ich Scaffoldings und hänge die ganz oben an die Wand. Du. Gib mir eine Fackel da. Da. Da und da soll ein Fackel hin. Oh. Der Fahrstuhl liegt da unten. Bitte eins. Ah, ich hätte den Sog zaubern können. Nicht genug Mana fließen. Genau. Geh zurück, bevor du da wieder irgendwie einen Unsinn machst. So. Also Fahrstuhl kommt, Fahrstuhl geht dann dahin. Zweiter Fahrstuhl geht später dahin. Und dann müssen wir hier die Gänge runter machen und füllen dann das hier später irgendwann aus. So, das weg, töten. Ausrüsten. Ist der mit Rehelm fertig? Ja, ist er. Kaching. Silberhelm für dich. Der Rest hat Stahlhelm und Silberhelm. Ja, gut. Techbaum. Techbaum sagt, es gibt keine Mithril-Schuhe. Das ist schade. Es gibt auch keine Goldschuhe und keine Silberschuhe. Goldhelm braucht mehr Gold. Zip, zip. So. Gibt es denn vielleicht Mithril-Schuhe im Shop? Da. Eisenschuhe. Nee, gibt's nicht. Ach, das ist doof. Aber na gut, dann wissen wir es zu verkaufen. Nehme ich die Trainingsbücher. Die da. Kaufen, 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 kaufen. Ausrüsten. So, du bist ein 37er Schwertkämpfer, du brauchst das nicht. Du. Achso, die Bücher müssen erst alle abgeholt werden. Ja. Hier auf dem Boden rum, was? Jungs. Genau, so, jetzt sammelt das bitte da rein. Ich finde das sehr suspekt, dass die da auf dem Boden rumliegen. Die waren teuer. Normalerweise funkeln die doch einfach und ich klicke sie an und das war's. Ja, komisch. Komisch, komisch, komisch. Fallen die jetzt hier auf den Boden? Die werden einfach eingesackt. Da, okay. Benutzen. 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 So, jeder hat mindestens ein Buch bekommen. Außer Lord Helmchen, der hatte ja schon viele. Das heißt, wenn jetzt in 6 Minuten 50 die Welle kommt, müssten eigentlich alle soweit vorbereitet sein. Töten. Töten, töten. Nix soll auf unserer Erde wandeln, das nicht von uns geduldet wird oder so ähnlich. Meh. Das da kann ruhig so bleiben. So, rechte Seite. Die hier müssen alle auch noch weg. Machen wir nach der Welle. Das heißt, wir können hier unten dich setzen. Und einen zweiten Fahrstuhl bauen. Da. 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 Nicht Sand. Gold. Bretter müssen wir gleich auch unbedingt herstellen. So. Bretter. Holz. Holz. Ganz viele Bretter, damit wir uns darüber keine Gedanken machen müssen in den nächsten Folgen. So. Elf Goldmünzen haben und ja, die Sachen. Hier müssen wir alle noch rangehen. Yeah. Wo bleibt der Fahrstuhl? Doppelte Geschwindigkeit. Wir waren bei 1,5. So. Also zwei Zwerge werden jetzt beschäftigt sein, Holz herzustellen. Der Rest ist nur im Sammeln. Keiner schnappt sich den Fahrstuhl. Ah, okay, macht Sinn. Der nimmt den Fahrstuhl von unten, weil der nicht so weit laufen muss mit dem Fahrstuhl auf dem Rücken. So, einmal ganz runter, bitte.
So, wie machen wir das jetzt? Immer ein zwei breiter Gang, zwei frei, zwei breiter Gang. Da müssten wir fast überall gut rankommen. Also wegen dieser Zwischenhöhlen hier ausfüllen. Ah, es wird eine Heidenarbeit. Wir können es ja andeuten. Wir machen immer zwei. Zwei, aber wir bauen sie nicht durch. Wir deuten sie nur an. Stellen irgendwie Fackeln hin oder so. Damit ich mir merken kann, in was für einem Abstand das immer ist. Was ist mit dir? Du hast keine Zeit? Sehr kurios. Also du wartest auf den Fahrstuhl. Ja, okay. Das weg, das weg. Da weg, da weg. So, zweiter Fahrstuhl dahin. Das gleiche Spiel da, 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 da hoch. Glock, glock. Fackel, 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 Fackel. Da muss der Hintergrund weg und durch Dirt ersetzt werden. Oder eigentlich gar kein Hintergrund, ne? Obwohl, wenn wir gar keinen Hintergrund benutzen, dann können sie auch nicht dran sich festhalten, falls sie mal runterfallen. Oh, ja, runterfallen ist die nächste Sache. Ich glaube, wir... Ja, komm, machen wir es weg. Ich glaube, wir sollten ganz unten einen Pool machen. Und nein, kein Lava-Pool hier, sondern halt einen richtigen Wasserpool. Damit, falls sie runterfallen, das Wasser sie auffängt, wenn die Mechanik denn implementiert ist. Ich weiß nicht, ob das geht. Also Fallschaden verhindern durch Wasser. Aber hey, lernen wir dazu. So, okay. So, das weg, das weg, das weg. Und Portal bei den Goblins. So. Stunde der Wahrheit. Nahkampfzwerge. Sammelt Weizen. Nein, Offi. Hunter. So, laut Hähnchen vorne weg. Lager. Heiltränke. Und im Idealfall werden wir keinen einzigen Heiltrank gebrauchen. Das wäre so mein Endziel. Dass unsere Zwerge so gut ausgebildet und ausgerüstet sind, dass sie eine ganze Welle töten können. Ohne Türme, ohne Bögen, ohne Heiltränke. Und zwar richtig töten und nicht durch irgendwelches Verglitschen in den Wand feststecken. Und warum läufst du jetzt schon weg? Ich glaube, das dauert noch, bis wir zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Ziel kommen. Vier Leute laufen jetzt schon weg. Noch viel mehr Kampfbücher. Okay, es sind auch bisher erst zwei wirklich gut ausgerüstet. Es fehlen noch ganz viele Yatta-Guards, es fehlen noch ganz viele Spielrüstungen. Teilweise laufen die noch mit Eisen rum. Werden Schritt für Schritt überrannt. Aber sie pflastern den Weg mit Hirn und Fett. Aha. Links alles gut? Ja. Er bastelt fleißig Bretter und die fahren mit dem Fahrstuhl hoch und runter. Ist ja keine Belagerung im Gange oder so. Töten, 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 töten. Aber wir haben sie vor dem Morgengrauen zu ihrem Portal zurückgetrieben. Das ist doch wesentlich besser gelaufen, als ich dachte. Genau, Muffel erstmal so ein kleines Zombie hier, ist okay. So, eigentlich müssen die jetzt alle schlafen und dann können wir die Goblins angehen. Du, schlafen, 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 schlafen. Schlafen. Der ist immer noch Fahrstuhl gefahren. Schlafen, schlafen. So, jetzt gehen alle schlafen. Betten sollten wir noch ersetzen. Also alle zu diesen Königlichen machen. Aber es hat Zeit, hat Zeit. Schnarch, 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 schnarch. Gut. Also, Plan für die nächste Folge. Oder nächsten Folgen. Goblins weg. Sobald die alle ausgeschlafen sind, Goblins weg. Dann Yatta-Guards weiter herstellen, wenn wir nicht genug Gold und dergleichen haben.
Goldadern suchen. Oder einfach unten dieses Gestein komplett abbauen. Kommt ja auch Gold bei rum. Ach, sogar noch Mithril. Und ich höre einen Drachen. Hier. Ja, das können wir später angehen. Also Yatagans herstellen, Mithril-Rüstung herstellen, so gut es halt geht. Goblins auslöschen. Hier die Bäume weghauen, ein bisschen begradigen, aber das dauert, ne? Bis wir das alles auch gerade haben. Dann hier regelmäßig Schnee entfernen. Hier regelmäßig die Bäume hochzüchten, abfällen. Hochzüchten, abfällen und so weiter. Damit wir keine Kohleprobleme haben. Weil Kohle brauchen wir halt für Mithril und für Gold und für Silber und für alles. Und den Turm irgendwann mal angehen. Also wir sollten wieder Wasser herstellen, damit wir Ton herstellen können, damit wir Stuck herstellen können, damit wir die Felder hier alle verstucken können. Kriegst du mal hier oben noch ein Portal. Wo wir gerade noch Mana haben, mach das bitte weg. Mach das kleine hässliche Ding da später auch noch weg. Ja, also Stuck hier hin, den Rest mit dem hier ersetzen und dann gucken, wie wir den Turm am besten wirklich hinbekommen. Aber ich denke mal, es werden diese Massivton-Dinger sein. Warte mal. So. Also die komplette Wand. Oh, das sieht schick aus. So. Das sieht echt gut aus. Warte mal. So, so. Das heißt, wir müssen diesen hinteren da abbauen. Graben. Graben. Nein, 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 nein. So, so vielleicht? Können wir das doppelt machen? Also ja, da muss ich mir nur Gedanken machen. Eventuell, also wenn wir jetzt hier nochmal eine Reihe runterziehen und die ganzen Dinger nur links machen, dann haben wir hier auf der rechten Seite von dem Feld und hier auf der linken Seite von dem Feld eine etwas massivere Mauer. Und dann wäre der Übergang nach hier oben auch besser. Aber gut, das gucken wir in der nächsten Folge. Also, das hier im Stuck ersetzen, die Wände irgendwie einheitlich bekommen, dass sie auch gut aussehen. Den Turm irgendwie hinbekommen, vielleicht mit drei Turmspitzen nebeneinander, dass es eine große Turmspitze wird oder so, sonst von Hand irgendwas machen. Und dann sind wir auch bald durch mit dem Spiel. Dann fehlt nur noch das Portal, was wir eigentlich jetzt schon bauen könnten. Und die untere Etage einmal durchlaufen, um zu gucken, ob da noch irgendwelche geheimen Besonderräume sind. Also den Drachen auf jeden Fall töten, den zweiten, den ich gehört habe. Diesen riesigen Wurm vielleicht irgendwie töten. Und dann sind wir mit dem Content durch. Dann müssen wir warten, bis die nächste Welt freigeschaltet wird. Und ich hoffe, es ist dann auch so wie letztes Mal. Also, dass wir einfach jetzt die Welt hier so ruhen lassen können. Und wenn die dritte Welt freigeschaltet wird, dann laden wir einfach den Speicherstand hier, springen in das Portal und sind in der nächsten Welt. Das wäre ideal. Ja, aber jetzt haben sie jetzt erstmal eine kleine Pause verdient. Also bis gleich.